Ich will von dem mächtigen Ayatollah wissen, ob die Verbindung von Religion und Politik in Wahrheit nicht Opium fürs Volk ist. Die Religion ist das Opium für das Volk, gilt nicht für Islam, weil wir alle Leute das erlebt haben, diese Religion, das persische Volk für eine sehr hohe Revolution erregt hat. Und wie kann das Opium eine Nation so erregen?